Wo fahre ich jetzt hin? Wie viel Licht spendet er aber nicht? Baum. Ist einfach ein Baum mittendrin. Leise sind wir doch so am ehesten. Ich kann nur im Stehen Teddy tragen. Aber um leise zu sein, am besten kriege ich ihn richtig. Hier aus. Also wie Nacht. Ja, wie ein Wintergarten. Floaty things. They look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Ich brauche Puzzleteile. Puzzle an sich ist eine Erinnerung, okay. Okay. Da hat noch was geleuchtet, war das. Vielleicht nur eine Wurzel, die hier beleuchtet. Oh nee, 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 nee. Nee, leckt sich. Okay. Brauche ich bestimmt dann noch. Was sind das für Bilder hier? Da kennt man nichts mehr. Nur auf den Bildern kenne ich noch was. Sieht aus wie eine Frau, die von Dingens. Huch! Ein Fluss. Verrückt. Mann, es ist dunkel, ey. Ich glaube nicht, dass ihr viel seht, oder? Oh, das wäre ja gemein gewesen. Patsch gemacht. Sieht aus wie ein Haus da drüben. Mit Sumpfhex oder so. Und dann komme ich hoch. Lone Wolf, hallihallo. Ich spiele gerade ein leicht gruseliges Spiel. Auf der anderen Seite geht es hier doch auch noch hin. Sieht aus wie ein Erinnerungs. Komme ich wahrscheinlich raus, wenn ich hier hochgeklettert bin. Das Spiel kann, wie gesagt, ein leicht gruseliges Spiel. Happy Halloween, genau. Happy Halloween. Kann auch hier hoch, glaube ich. Ich glaube, es gibt zwei Wege. Und im Spiel habe ich einen Teddybär, der Licht macht. Und im Spiel ein zweijähriges Kind. Okay, es gibt also zwei Wege. Und es gibt komische Geräusche. Du kennst das Spiel. Ich spiele es gerade zum ersten Mal.
Und es ist schon hart an der Grenze zu der Gruseligkeit, die ich ertragen kann. Tatsächlich. Du musst nichts dazu sagen, aber ich habe schon die Vermutung, weil wir haben schon ein paar Bilder gefunden, dass unsere Mutter gar nicht mehr lebt und irgendwie verbrannt ist. Dass sozusagen wir in unserer Erinnerung sind, um das zu bewältigen, dass Mama nicht mehr da ist. Das ist bis jetzt sogar schon meine Vermutung. Ich spiele da gar nicht allzu lange, irgendwie eine Stunde oder so vielleicht, wenn es hochkommt. Ich habe gerade das zweite Haupterinnerungsstück gefunden. Am Anfang. Also weiß nicht, vielleicht gibt es später noch mehr Sachen, die man machen muss, außer nur die Erinnerungsstücken finden. Ja, gerade bei den... Es sah auf den Bildern so aus, dass jemand verbrennt. Deswegen war das meine Vermutung. Auf den Bildern so aus, wie jemand verbrennt. Irgendwas ist mit Feuer auf jeden Fall. Das spielt immer wieder eine Rolle. Anscheinend auch mit Wasser. Darf ich hier runter? Soll ich hier runter? Anscheinend soll ich da nicht runter. Würde ich mal vermuten. Wasser ist nicht der Freund des Zweijährigen. Bin ich jetzt wieder rausgekommen? So, hier. Aber Teddy habe ich noch. Okay. Und ich dachte, man kann da was erkunden. Aber Wasser ist nicht der Freund des Zweijährigen. So. Okay, der unten ist also zu tief für uns. In neben das Wasser hüpfen. Kann ich das runterschieben? So, hopps. Kann ich auch ein bisschen schneller laufen, glaube ich. Ich habe Blueprints gemacht. Habe ich da drüben was vergessen zu erkunden? Nee. Kommt man nirgendwo hin. Aber in dem Bild würde ich fast wieder sagen, irgendjemand ist ertrunken. Oder gibt es zumindest ein einschneidendes Erleben mit Wasser. Wo muss ich damit hin? Muss ich einfach da runterkippen, damit ich rüberlaufen kann? So. Anscheinend. Boah, wer liegt denn hier für einen Kopf rum? Da ist noch eine Erinnerung. Nee, ein Puzzlestück meine ich. Muss wieder zurück, ne? Hier ist auch sowas irgendwie mit Schwarz und, keine Ahnung, Kohl und so. Das sieht das immer so aus. Und blau, als wäre hier Wasser wichtig. Ich finde das Spiel gruselig und interessant. Ja, ich genieße es einfach mal. Am Ende ist wahrscheinlich was rauskommt, wie ich die Moment hier kann ich wieder hoch. Und ich finde es ein bisschen weird, dass solche Bäume einfach mal ausziehbare Schubladen haben, wo Wurzeln drin sind anscheinend. Und deswegen denke ich die ganze Zeit, dass das irgendwas ist, was das Kind nur so sieht, was aber gar nicht in Wirklichkeit so ist. Oh, ups, da war ich ja vorhin schon. Irgendwo komme ich hier wieder zurück. Hier komme ich wieder zurück. Also wirklich, ich genieße es einfach mal. Für mich hängt, glaube ich, viel daran ab, ob das Spiel gut oder schlecht ist. Was am Ende, also ob ich das am Ende verstehe, was passiert ist. Bis jetzt habe ich bloß mitgekriegt, dass irgendwas mit Mama ist. Und eigentlich war unser zweiter Geburtstag. Und die haben uns ins Bett gebracht. Und dann war es. Alles gut. Ist ein großer Fisch oder sowas.
So, sind wir beim Bild. Jetzt sind wir aber drauf. Vorhin waren wir nicht drauf. Jetzt sind wir wieder weg. Das ist ein Kind. Was jetzt wieder verschwunden ist. Und das ist noch eine Tochter daneben, oder? Da ist ein Kind und da war ein Kind. Ist irgendwie unser Geschwisterchen durch Wasser gestorben? Ertrunken oder so? Weil gerade eben war ja noch ein anderes Kind im Hintergrund. Also ich finde die Art, Geschichte zu erzählen, ziemlich cool. Tatsächlich. This place feels. Let's not dwell here for too long. Okay. Da ist auch wieder ein Brunnen. Die beugt sich in den Brunnen, um zu trinken. Die Frau. Jetzt ist die Frau weg. Meine böse Tante oder sowas vielleicht auch? Hier ist es sumpfig, nass, feucht, Thema. Hier ist das ganze Spiel sehr, 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 sehr langsam an, wie du vielleicht mitkriegst. Und ich will möglichst viel erkunden. Das ist ja doof, wenn ich den Zettel raushole, habe ich weniger, sehe ich weniger in den Ecken. Ist nur nass hier, okay. Bisschen erschreckend ist es noch. Aber es ist nicht schlimm horrormäßig mehr. Vorhin war es schlimmer. Wo wir noch im normalen Haus waren, fand ich. Und dann creepy sagt Blitzen, meine hier ist alles voll merkwürdig gerade. Können wir gemalt irgendwie. Was ist das? Soll das Teddy sein? Oder eine Schildkröte oder sowas? Und irgendein Viereck? Moment. Kann nicht bewegen. Das kann ich bewegen. Wie wir das schon aufgestellt haben. Alkohol. Oh, das ist doch Alkohol. Sieht zumindest so aus wie Alkohol. Hier mal weiter gucken. Das Kratzen hier nervt mich gerade. Ist das absolut, soll das so sein oder ist das jetzt ein Bug? Oh. Ich dachte, ich wäre jetzt wirklich jemand. Zum ersten Mal. Ist das Baby auf Alkohol? Was sind das so düstere Kritzeleien, die ich hier finde? Wie so ein Schattenmann oder sowas. Ich das Ding ab, mich erschreckt. Okay, bin ich durch den Flur gekommen. Oh oh. Das mag ich nicht. Und das Ding scheint mir auch nicht zu mögen. Boah. Ah.
Mann, ist das Spiel dunkel. Ich dachte, es wäre ein bisschen heller tatsächlich. Hier ist wieder so eine Malerei. Das sind zwei Menschen, ein Baby, was gezeigt wird, und irgendwo ein Spielzeug oder so, glaube ich. Hm. Vielleicht Erinnerung an eine ehemals glückliche Familie. Ich will hier nicht hin, das ist übrigens der Brunnen. Ja, wo sie vorhin was rausgeholt hat und dann weggegangen ist, die Frau. Speicher passiert immer vor bösen Sachen. Puzzleteil. Oder noch irgendwas anderes. Das ist ein Schlüssel, den ich jetzt auch gefunden habe. Okay. Dann brauche ich bestimmt dafür. Okay. Damit ich nicht hier weiterlaufe, ohne das hochgezogen zu haben. Okay. Mach die Tür nur wieder zumachen. Dann fällt es nicht auf, dass ich offen ist. So. Bin ich aufgemacht. Du hast das von ganz allein kaputt gegangen. Boah, ich will hier nicht hin. Warum ist das ein beleuchteter Fleck? Moment mal. Hier kann man durchkrabbeln. Aber warum gibt es da hinten noch viel mehr zu entdecken? Hier komme ich noch an den gleichen Ort, wo ich gerade auch wieder hinkrabbeln kann. Hier irritieren mich. Die Pilze sehen aus wie Erinnerungssachen. Da ist noch ein Bild von mir. Oder von dem Kind. Irgendein Monster in einer Box. Sieht das aus? Hier wieder bin ich durch. Hier darf ich auch nicht lang. Hier auch nicht. Okay, dann gehen wir dort weiter. Ich habe so viele versteckte Sachen, gibt es hier gar nicht. Ich habe das Gefühl, der Sound ist ein bisschen verpackt. Was ist denn jetzt für ein Bild? Ist auch irgendwas vieles Schwarzes mittendrin in so einer Landschaft von Papier oder so. Ich bin einen Schritt ins Wasser gekommen. Das ist ein bisschen Quatsch. Kommen wir hier an die gleiche Stelle, ich habe hier durchgekommen. Ja, okay, ich fahre ab und zu hin, weil ich kann nicht so lange laufen. Logisch. So,
Habe ich jetzt mein Bild noch aufgesammelt? Ich denke. Ich kann eigentlich auch krabbeln. Kann ich schnell krabbeln? Nur gleich schnell die ganze Zeit krabbeln, okay. Aber zum konstant schnell fortbewegen ist, glaube ich, krabbeln sogar besser. Kann ich nichts mehr machen bisher. Komm ich, glaube ich, zurück. Sieht mir jetzt nach aus. Gehen wir mal zurück, würde ich sagen. Das wäre jetzt natürlich ziemlich gemein, wenn man dem Baby Alkohol gegeben hätte. Wenn sie irgendwie schläft oder sowas, zu viel weint. Natürlich theoretisch möglich, aber fies. Wurde geklopft? Mein Teddy schon. Moment, was ist da Blut? Blut. Und wieder Alkoholflaschen. Irgendwas Vergossenes. So. Und hier hast du wieder so ein Bild. Da sind zwei Leute drin. Das sieht für mich aus wie ein Haus. Aber irgendwie mit Rauch und Rot, als ob es halt brennen würde. Und da ist also irgendwas Böses, das ein Feuer macht. Deswegen war ich nicht darauf gekommen, dass vielleicht die Mama irgendwie verbrannt ist. Da komme ich gar nicht hoch. Weiterlaufen, oder? Ja. Tieren muss ich also bringen, okay, damit ich hier hochklettern kann. Ich will nicht durch. Oh, man hat das wieder ein Gemälde, das ich überhaupt nicht gesehen. Wieder ein Mensch und ein Kind. Oder irgendein Viech und ein Kind. Also ist schief geworden. Hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich hoch. Ich weiß gerade nicht weiter so richtig. Kann ich eins von den Dingern mitnehmen da vorne? Mich das, sag mal, das hier so hinschieben. Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Achso, den Schlüssel. Wo brauche ich den Schlüssel, ist die Frage. Einen grünen, viereckigen Schlüssel.
Ich habe nichts gefunden bisher, wo ich den brauche. Ich habe die ganze Zeit geklopft. Kann ich die irgendwie hochnehmen wirklich? Ich kann die mitnehmen. Wenn ich die mitnehme, kann ich mir doch da was bauen zum rüberlaufen, oder? Frage ist, wo ich denn überhaupt hin muss. Ja, was bauen, dass ich da auch hochkomme damit? Drehen ist irgendwie nicht so bei dem Spiel. Nicht so viel zumindest. Anheben kann ich glaube ich auch nicht, oder? Doch, kann ich. Also ich habe ja schon eins. Das soll ich nicht benutzen für irgendwas. Nein, es stützt ab. Ich kann es nicht halten. Verdammt. Ich verstehe es nicht, wo ich hin muss. Oh. Vermute mal, das war nicht geplant, dass so funktioniert. Ich brauche ja theoretisch das zweite, um hier rüber zu kommen, denke ich. Ich glaube nicht, jetzt dahinter überhaupt lang soll. Auch wenn es hier klopft. Ich verstehe das nicht, das Rätsel gerade. Geht's nicht mehr hochzuheben? Krieg ich nicht mehr hochgehoben. Ich habe noch nicht so richtig gefunden, wo es hier weitergeht. An dem macht dieses Geschlurfe mir ganz schön Nerven kaputt. Guck ich mal, ob ich hier noch irgendwas verpasst habe. Da bin ich durch. Hilfe! Oh nein! Nein. Geh weg! Kann ich hier aufstehen und Teddy nehmen? Und hilft mir Teddy dagegen? Wenn ich nehme zum rausgehen.
Achso, kann ich jetzt hier raus, weil ich den Schlüssel habe? Aha. Das ist jetzt ein Mensch mit Baby und Kind. Hilfe. Mama, komm zurück. Die bösen Monster, bleib schön da drin. Mach dir auch die Tür wieder zu. Keiner rausgegangen, hat keiner gesehen. Tschüss. Uiuiuiui. Legen sich Sachen im Wasser. Die Hunde bellen. Hier das Ton von dem bösen Viech. Nein, mach das Fenster auf. Fenster zu. Da sind wir wieder beim Gemälde. Das ist ein gemeines Spiel. Warum suche ich mir sowas aus? Ach guck mal, sie ist erst eine Frau und sie wird dann zu so einem komischen, gemeinen Viech. Die war es gar nicht von Anfang an. Erst ist eine Frau und dann ist so ein Schatten-Ding hier. So eins. Am Anfang war es das nicht. Boah. Läuft gerade eiskalt rücken. Und hier, da ist noch eine normale Frau. Da trinkt sie was aus dem Brunnen. Und dann hat sie kein Gesicht mehr. Puh. Das ist auch wieder ein Kind. Das können aber nicht wir sein eigentlich. Und eine Frau. Das können aber eigentlich nicht wir sein. Weil die sind jünger. Auch da wieder. Die gleiche Frau, die dem Kind was vorliest. Jetzt ist doch die Frau verschwunden. Jetzt ist nur noch ein Baum. Jetzt ist nur das Kind selber. Das selber liest oder sich was anguckt. Hier drunter durch? Kann ich, okay. Also kann ich direkt hoch, okay. Ich brauche hier nichts eigentlich. Oh. Ich meine etwas, dass irgendwas mit was ein Baumwasserwesen ist anscheinend. Ich würde gerne Teddy holen, aber ich darf Teddy hier nicht holen.
Okay, ist wieder weg. Das Wasser. In der Bücherei. Wasser passt nicht in der Bücherei. Na, ich will die Wand an. Schöne Wand. Lass mich in Ruhe. Du bist gar nicht da. Ich sehe dich nicht. Wenn du ihn nicht siehst, wenn ich dich nicht sehe, kannst du mich auch nicht sehen. Geh weg. Bitte? Geht doch, sag ich. Angst. Die Musik macht mir Angst. Ich werde jetzt ein kleines Kind, glaube ich. Ist doch gerade uns weg. An uns vorbeigegangen, da weg. Da hinten sind Erinnerungen. Gelaufen. Irgendwo da hinten in der Ecke. Ne, das ist ja die hier! Geh weg, ich seh dich nicht! Guck mal, hier schöne Wasser haben. Ich hoffe, ich kann heute Abend schlafen, ey. Hier kann ich ja bestimmt hochlaufen, oder? Ich nicht. Sieht noch ein Buch aus. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Oder du hörst dich auch? Du hörst dich auch? Das ist nur ein etwas in der Luft schwebend. Oh, ich muss mich kurz unter dem Bett verstecken. Oh, guck mal. Wie siehst du das, das fiese Vieh, was mich hier durch den Sumpf jagt? Das, was wir vorhin hatten, was wir erlebt haben. Ich will meine Mama wieder sehen. Kennst du noch? Oder? Irgendwas soll ich nicht tun, glaube ich. Glaube ich, soll ich nicht hoch. Dann machen wir weiter. Hier ist auch wieder. Hier ist ein Geschenk. Das ist auch ein Mann, eine Mutter, ein Kind und ein Geschenk. Das sind anscheinend bei den Erinnerungssachen, bei der Erinnerung angekommen. Irgendwie eine Vorleserinnerung wahrscheinlich. In dem ganzen Buchthema. Oh, come on! I'm thirsty, said the rabbit. The rabbit cried and cried.
She cried so much that her tears filled the bottom of the well. Okay. Das ist Erinnerung Nummer 3. Oh, ich weiß nicht, ob ich das weiterspielen will. Oh, nee. Okay, das kenne ich jetzt schon. We're back. Was, wenn ich die nicht mitnehme? Bleibst du denn hier? Ich nehme dich lieber mit. Auch wenn du ganz schön leere Augen hast, mein lieber Teddy. What was that? That thing? Keine Ahnung. She seemed so sad and desperate. Vielleicht sind wir auch nicht mehr am Leben. Und uns das sozusagen die unsere Mutter, die in voller Trauer ist. It's going to be so nice when we're through with all this and we can play together all the time. Okay. Hier sind auch so Zeichnungen. Überall. Ich gehe davon aus, das sind unsere Zeichnungen tatsächlich. Moment. Was ist eigentlich, wenn ich was anderes mache? Gib mir mal. Ich kann sie wieder aufmachen. Ich hab's doch falsch umgestellt. Ach, verdammt. Ich werde es da rausholen, mal gucken, ob ich das hier in die Truhe stecken kann. We are getting very close to her. I can feel it. Oh, she must be so worried about you. Ich glaube nicht, dass wir hier das Richtige machen. Mein Spielersense ist tingling. Mann, da du immer noch so gemein lachst zwischendurch. Also wenn ich den raus tue, kann ich nicht. Doch, kann ich. Ist irgendwas kaputt?